Rio de Janeiro, das ist mehr als Strand und Samba. Die brasilianische Metropole will die erste Olympiastadt in Lateinamerika werden, als Gastgeberin der Sommerspiele 2016. Rio de Janeiro ist bereit für die Olympischen Spiele. Das hat die Stadt schon mit den Panamerikanischen Spielen bewiesen. Und die Fußball-WM 2014 erfordert Bauten, die auch für Olympia genutzt werden können. Mehr als die Hälfte aller Anlagen wurde für die Panamerikanischen Spiele 2007 errichtet. So das João Havelange Stadion für die Leichtathletik-Wettkämpfe. Eröffnungs- und Abschlussfeier sind im Maracanã-Stadion geplant. Es soll komplett renoviert werden. Rio setzt auf seine landschaftlichen Reize und es will alle Baumaßnahmen rechtzeitig abschließen. Knapp die Hälfte der Gesamtkosten von 11 Milliarden Euro will der Staat übernehmen. Die brasilianische Regierung, der Bundesstaat Rio de Janeiro und die Stadt arbeiten gemeinsam daran, die Olympischen Spiele auszurichten. Dieses Bündnis hat schon bei den Panamerikanischen Spielen 2007 funktioniert. Das Internationale Olympische Komitee IOC hat allerdings auch Kritik. Es sieht den Nahverkehr und die geringe Zahl an Hotels als Schwachpunkte. Rio will daher Gäste auch in Booten unterbringen. Und der Bürgermeister verspricht Schnellbusse, die auf eigenen Busspuren fahren sollen. Auch die hohe Kriminalitätsrate soll kein Problem sein. Die Sicherheitsfrage beschäftigt uns nicht nur zu den Olympischen Spielen, sondern Tag für Tag. Aber Rio hat schon Großveranstaltungen organisiert. Es ist klar, dass wir dafür besondere Sicherheitsvorkehrungen treffen. Auch Tokio, Madrid und Chicago greifen allerdings nach Olympia 2016. Über den Ausrichter entscheidet das IOC.